Herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zu endlich einer neuen Folge von Marvel Strike Force. 2 Wochen am Stück haben wir keine Marvel Strike Force Folge gehabt. Das tut mir auch leid, aber BlueStacks will nicht so laufen, wie ich das will. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Mein Rechner hat sich quasi in Rauch aufgelöst, im wahrsten Sinne des Wortes in Rauch aufgelöst. Es war zwar abzusehen, man hat es gemerkt einfach an dem Rechner, der macht nicht mehr lange. Und ich konnte auch eine Folge noch fertig machen, die gibt es auch noch, die ist auch schon hochgeladen, mit einem Orb-Opening. Ich wollte die aber jetzt nicht direkt nach dem letzten Orb-Opening wieder ein Orb-Opening raushauen und habe die ein bisschen zurückgehalten und dachte mir, ey, BlueStacks läuft immer noch nicht. Richtig geil. Also es läuft schon, aber es ruckelt halt wie Sau. Man kann es nicht ertragen. Also wenn ich so ein Video sehen würde, würde ich sofort ausmachen bei dem Geruckel. Deswegen erspare ich euch das und dachte mir, diese Woche eigentlich, komm, ich hau jetzt das Orb-Opening wenigstens raus. Aber dann dachte ich mir, ey, für den Blog-Eintrag, den wir bekommen haben, brauche ich ja nicht unbedingt BlueStacks. Da können wir auch eine aktuelle Folge machen. Und deswegen gibt es jetzt diese Folge mit dem Hauptthema Bionische Avenger. Das wird nämlich das nächste große Ding werden, während jetzt noch die letzten Züge des Rogue-Events laufen. Oder es ist schon zu Ende, ich weiß es gar nicht. Wenn ihr das Video seht, könnte es sogar schon zu Ende sein. Ich glaube, es läuft aber noch. Die zweite Plage sozusagen. Oder habe ich irgendwas verpasst? Weil in den Ingame-Nachrichten stand, dass Tod, ja, das wird die nächste Plage, dass das die vierte ist. Ich meine aber, wir hatten erst 2. Und nach 2 kommt bei mir 3. Und nicht 4. Aber, keine Ahnung, vielleicht vertue ich mich auch. Auf jeden Fall habe ich Rogue bekommen. Es hat alles geklappt, wunderbar. Event ist noch nicht zu Ende, aber weiter geht's für mich dort nicht, weil mehr packe ich einfach nicht. Aber sie ist freigeschaltet, das ist das Wichtigste. Und ja, das nächste Team, was wir benötigen, um die nächste Plage zu schaffen, sind eben die bionischen Avenger. Und das ist interessant, weil auch hier wieder ältere Charaktere aufgegriffen werden, aber es kommen natürlich auch neue Charaktere ins Spiel. Und ja, jetzt neu, das bionische Avenger-Team. Ich glaube, es ist aber noch gar nicht im Spiel. Also man kann auch das Merkmal ist noch nicht mal im Spiel. Aber es kommt ja natürlich, ne? Ein Trupp mit den mächtigsten mechanisierten Helden von Strike. Klingt erstmal interessant. Von Strike, dieses neue Technikteam erreicht sein volles Potenzial in Raubzügen mit Unmengen von Schaden und Überlebensfähigkeiten und mehr Bonusfähigkeiten Energie, als ein Arc-Reaktor bieten könnte. Also, das sind halt Mega-Tanks, was sich auch anbietet. Wir sehen ja hier schon hier unten auch der Hulkbuster, ja, das ist ja der Hulkbuster, dieses riesige Iron Man-Ding. Ist natürlich ikonisch as fuck, würde ich sagen. Der Hulkbuster ist einfach mega ikonisch und ich hätte sogar, am Anfang habe ich sogar gedacht, es gibt vielleicht einen Angriff, wo Iron Man diesen Hulkbuster benutzt und das wird rausgehauen, aber nee, wir bekommen den Hulkbuster als eigenständigen Charakter, was eigentlich auch ganz geil ist, hat er sich auch verdient. Die bionischen Avengers sind auch eines der erforderlichen Teams für die Knoten 5 und 10 für Schwierigkeitsgrad plus 5 im zukünftigen Plage-Event Tod. Davon habe ich geredet. Wir brauchen also diese bionischen Avengers. Hier steht übrigens nichts davon, dass das das vierte Plagen-Event ist. Ich meine auch, dass es das dritte ist. Aber ey, in der Ingame-Nachricht stand was anderes, kann aber auch einfach ein Fehler gewesen sein. Der legendäre Iron Man und der Strike-Veteran Vision führen die bionischen Avengers an. Beide erhalten Upgrades, die unten näher beschrieben werden. Heute sehen wir uns den ersten von 3 neuen Charakteren an, die zu den bionischen Avengers stoßen. Der wütende neue Beschützer Hulkbuster. Mega geil und wir wissen schon, Iron Man himself und Vision werden wichtig. Also mein Tipp, wenn ihr die nicht schon extrem hoch gelevelt habt, dann fangt jetzt an mit Iron Man und Vision. Bei mir ist Iron Man okay gelevelt, der muss aber schon noch ordentlich was zulegen. Hab auch schon ein kleines bisschen bei ihm gemacht und Vision ist bei mir einfach gar nicht gelevelt. Ne? Also ich habe genug Material, um den hochzuziehen, außer Trainingsmodule, da habe ich jetzt nicht so viele, habe aber ein bisschen gesammelt. Also
Ich krieg Iron Man und Vision auf jeden Fall auf ein gutes Niveau hochgezogen, bis dann die anderen im Spiel sind. Es dauert sowieso noch ewig. Das dauert noch ein paar Monate, bis dieses Plagen-Event überhaupt kommt. Wenn wir mal überlegen, wie viel Zeit war zwischen Morgan Le Fay und Rogue, sind Monate vergangen, bis da das nächste Event kommt. Und es wird auch noch ein paar Monate dauern, bis das Plagen-Event kommt. Also mindestens 2 Monate wird es dauern, bis das kommt, weil ja auch die anderen Charaktere erstmal ins Spiel kommen müssen. Man muss die auch noch freischalten können. Ne? Ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie viele Teams hätte, wie bei Rogue zum Beispiel habt ihr die Chance gehabt, die Inhumans zu nehmen oder die Young Avengers und ich glaube, es gab auch noch die A-Force. Da habt ihr 3 Teams gehabt. Hier habt ihr aber nur die bionischen Avengers, die ihr für die Knoten nutzen könnt. Also es gibt keine Alternativen. Ist auch ein bisschen hart. Ist auch schon ein bisschen hart, aber okay. So, Hulkbuster. Tony Stark hat den Hulkbuster-Anzug mit Hilfe von Bruce Banner für Notfälle entworfen, in denen Hulk nicht mehr kontrolliert werden kann und gebändigt werden muss. Der Anzug besteht aus einem strapazierfähigen Exoskelett, aus einer strapazierfähigen Exoskelett-Erweiterung für Starks unzählige Ironman-Anzüge, die der unglaubliche und übermenschlichen Kraft von Hulk gewachsen ist. Der Anzug wurde mehrmals überarbeitet und das Arsenal von Hulkbuster beinhaltet bereits Repulsorstrahlen für das Handgelenk, die Hulk für kurze Zeit pinnen könnten, also festhalten sozusagen, hydraulische Rammböcke für beide Arme und um die Schlagkraft zu erhöhen und ein Schrapnellgeschoss mit Adamantiumpartikeln, die Haut von Hulk durchdringen und sich darin eingraben können. Also schon auch eklig. Bruce Banner hat mitgeholfen, sich mal ordentlich selbst zu peinigen. Der Anzug wurde für extremen Schaden entwickelt und kann sich mitten im Kampf reparieren. Okay, da wissen wir jetzt schon, dass der eine Heilfähigkeit mitbringen wird. Der Hulkbuster-Anzug wurde ursprünglich entwickelt, um Hulk zu bändigen. Aber Iron Man hat den Anzug auch schon gegen mächtige Gegner wie Ultron oder Sentry eingesetzt. Sentry übrigens nicht im Spiel, vielleicht ein kleiner Hint auf einen zukünftigen Schurken. Tony Stark hat den Anzug schon selbst im Kampf getragen, ihn aber auch ferngesteuert. Ja, also ähnlich wie andere seiner Iron Man Anzüge kann er auch ferngesteuert werden. Könnte also eine geile Synergie geben mit Iron Man. Gucken wir mal. Wir haben ja auch den Character Check zum Hulkbuster mit hier drin, also könnte interessant werden. Klingt auf jeden Fall schon mal ganz geil. Hulkbuster schließt sich den bionischen Avengers als Beschützer mit viel Lebenspunkten und Rüstung. Was für eine Überraschung, was? Also haben sie hier auch noch, wollen auch noch witzig sein, an. Die ihm dabei behilflich ist, gegnerisches Feuer abzuschwächen. Hulkbuster kann es nicht nur mit dem stärksten Angriff von Feinden aufnehmen, sondern verschafft seinen verbündeten bionischen Avengers auch eine Barriere, was deren Überlebensfähigkeit erhöht. Dieses Mech-Monster genießt außerdem eine besondere Synergie mit Iron Man. Hulkbuster erhält Spott, wenn ein verbündeter Iron Man weniger als 50% Lebenspunkte hat. Merkmale: Held, Globaltechnik, Schutz und bionischer Avenger. Ja, also hier haben wir schon ein Spoiler für die Synergie mit Iron Man, aber vielleicht gibt es noch eine andere Synergie. Also nicht nur dieses Spott-Ding, also sich fernsteuern lassen, zum Beispiel ein Assist oder so, wenn Iron Man angreift, dass der Hulkbuster einen Assist macht. Könnte ja sein. Aber gucken wir erstmal auf die Standardfähigkeit Raketenfaust. Greift das Primärziel an, fügt ihm 300% Schaden zu. Das ist sehr ordentlicher Schaden für die Standardaktion. Wendet in Raubzügen, und das haben wir hier oben ja auch nochmal, ne? Also das nächste Plagenteam, weiß ich gar nicht, was es wird, aber das bionische Avenger-Team wird vor allem Potenzial in Raubzügen haben. Also es wird ein Raubzugteam und ein Team für das Plagen-Event. Wendet in Raubzügen auf sich selbst und alle Verbündeten Barriere an, wodurch Schaden in Höhe von 5% der maximalen Lebenspunkte dieses Charakters absorbiert wird. Erhält für 2 Runden plus Defensive, wenn dieser Charakter über eine Barriere verfügt, die eine Mindeststärke von 25% hat. Dann kriegt er auch noch plus Defensive für 2 Runden. Erhält für 2 Runden Parieren, wenn dieser Charakter eine Barriere hat, die Mindeststärke von 50% hat. Also je krasser die Barriere ist, desto mehr Schutz bekommt er sogar noch oben drauf gepackt. Das ist zäh. Also das ist mal ein richtiger Tank.
Ein richtiger Mac-Tank. Er hält einen Assist von einem zufälligen verbündeten Iron Man. Ich hab's noch gesagt und ich schwöre, ich hab's nicht vorher durchgelesen. Ja, das ist für mich auch komplett neu. Ich hab nur den ersten Abschnitt hier gelesen. Bis hierhin. Eigentlich nur bis hierhin. Ja, auch das hier habe ich noch nicht gelesen. Nur ein bisschen den Hulkbuster durchgelesen und was so kommt. Und den Rest habe ich einfach mal überflogen, was hier überhaupt gesagt wird. Nämlich die Updates. Und das war's dann im Grunde auch. Aber, also das hier wusste ich nicht. Sehr geil, aber es war ja, ist jetzt, man muss auch keine Glaskugel besitzen, um das vorauszusehen. Ich will mich da jetzt auch nicht irgendwie groß loben. Das lag ja irgendwie auch auf der Faust. So, dann geht es weiter mit der Spezialfähigkeit, der Kolbenschlag. Greift das Primärziel an, braucht erstmal 4 Energie. Ja, auf der höchsten Stufe 4 von 4, da ändert sich auch nichts. Greift das Primärziel und benachbarte Ziele an, fügt ihnen 400% Schaden zu und wendet für 2 Runden minus Offensive an, ist auch geil, entfernt in Raubzügen alle negativen Effekte von sich selbst, erhält für 2 Runden Spott, wendet auf sich selbst und alle Verbündeten Barriere an, wodurch Schaden in Höhe von 20% der maximalen Lebenspunkte des Charakters absorbiert wird, noch nicht die 25% Hürde und auch nicht die 50%. Gewährt 2 zufälligen Verbündeten bionischen Avengers eine Fähigkeitenenergie, also nur bionische Avengers profitieren davon, ist also für die anderen Avengers eher uninteressant, wobei ich persönlich ja Vision in gar keinem Team habe und Iron Man bei mir auch im Energierüstungsteam ist und nicht im Avengers-Team, also ich würde meine aktuellen Avengers nicht mal auseinanderreißen. Von daher ist es gar nicht schlimm, dass das nur die Bionischen sind. Und gewährt in Raubzügen stattdessen allen verbündeten Bionischen Avengers eine Fähigkeitenenergie. Ja, also hier gewährt 2 zufälligen Verbündeten die Fähigkeitenenergie, in Raubzügen allen Verbündeten. Ist also in Raubzügen nochmal, ja, eine ganze Ecke sogar besser. Dann die ultimative Fähigkeit Antipanzerungssperrfeuer. Ist auch ein sperriger Begriff, kostet 6 Energie und greift alle Feinde an, fügt ihnen 360% Schaden zu und wendet für 2 Runden Verlangsamung an. Ist schon mächtig, weil es Area of Effect auf alle Feinde ist, ist schon sehr hart. Wendet auf sich selbst und alle Verbündeten Barriere an, wodurch Schaden in Höhe von 15% der maximalen Lebenspunkte dieses Charakters absorbiert wird. Also das geht schon höher. Wendet auf sich selbst und alle verbündeten bionischen Avengers Barriere an, wodurch zusätzlich Schaden in Höhe von 15% der maximalen Lebenspunkte dieses Charakters absorbiert wird. Ja, also zusätzlich auf alle bionischen Avengers Verbündeten. Wendet auf sich selbst und alle Verbündeten, also auf bionische Avengers quasi, ja, weiß ich gar nicht, was wollen die mir damit sagen? Achso, zusätzlich? Nee, ist es zusätzlich? Ich glaube, auf die bionischen Avengers gibt es einfach nochmal 15%. Sodass die quasi 30% haben, weil sie von beiden Punkten hier profitieren. Ist aber nur eine Vermutung, ist nicht 100% ersichtlich. Bei Raubzügen gewährt allen benachbarten bionischen Avengers eine Fähigkeitenenergie. Ebenfalls bei Raubzügen wendet auf sich selbst und alle verbündeten bionischen Avengers für 2 Runden plus Tempo an. Der Angriff ist unausweichlich, wenn dieser Charakter 3 oder mehr verbündete bionische Avengers an seiner Seite hat. Also ausweichen ist dann nicht und in Raubzügen nochmal Fähigkeitenenergie, das Team wird nochmal schneller. Also das ist schon, wie gesagt, es ist ein Raubzugteam, PvP wahrscheinlich nicht so geeignet, aber in Raubzügen werdet ihr mit dem Team schon ordentlich weit kommen. Also es bringt euch ja auch was, das Team zu leveln, nicht nur für das Plagen-Event, sondern auch wenn ihr Raubzüge spielt. Passive Fähigkeit, Eisenhart. Da kommt jetzt nochmal ordentlich was für Tanks ist, nehme ich mal an. Füllt die Tempoleiste dieses Charakters um 5%, wenn dieser Charakter oder ein verbündeter bionischer Avenger Fähigkeitenenergie erhält. Okay, das ist hart. Das ist hart. 5%. 5% für Fähigkeitenenergie. Und wenn er dann auf alle Fähigkeitenenergie verteilt, sind das halt auch mal 20 oder 25%. Oder? Wenn dieser Charakter oder ein Verbündeter... Nee, es gilt auch für ihn selbst. Also könnte es sogar bis zu 25% sein. Das ist natürlich krass. Die Tempoleiste einfach passiv so mega aufzufüllen auch noch. Während du ja deine Ultimate- oder Special-Fähigkeit zündest, die ja sowieso schon verheerend genug sind. Und dann passiv nochmal schneller wirst.
ist halt geil. Erhält plus einmal Spott bis zu einem Maximum von 3. Wenn die Lebenspunkte eines verbündeten Ironman unter 50% seiner maximalen Lebenspunkte sinken, das haben wir oben schon gelesen, entfernt Spott von diesem Charakter und wendet auf alle Feinde für 2 Runden minus Offensive an. Wenn die Lebenspunkte dieses Charakters unter 50% sinken, Lebenspunkte und über Spott verfügt. Also wenn ihr Spott schon habt und der Hulkbuster nimmt mega viel Schaden und ihr denkt, shit, jetzt hat der Spott und ist gleich weg, dann verschwindet Spott und er bekommt und wendet auf alle Feinde 2 Runden minus Offensive an. Ist auch nicht schlecht. Ist quasi ein Selbstschutzmechanismus im Hulkbuster eingebaut. Tony Stark ist einfach zu clever. So, dann beim Erscheinen bei Raubzügen. Wendet auf sich selbst Barriere an, wodurch Schaden in Höhe von 30% der maximalen Lebenspunkte dieses Charakters absorbiert wird. Und beim Erscheinen in Raubzügen wendet auf alle verbündeten bionischen Avengers genau dieselbe Barriere an. Erhöht die maximalen Lebenspunkte um 50%, erhöht die maximalen Lebenspunkte von bionischen Avengers um 25%. Das sind auch hohe Werte. Erhöht die in Raubzügen die maximalen Lebenspunkte von verbündeten Avengers sogar nochmal zusätzlich um 25%. Also in Raubzügen quasi 50% mehr Lebenspunkte für alle bionischen Avengers. Das ist wirklich krass. Also der Hulkbuster ist schon, das ist schon ein vernichtendes Biest. Und mit Sicherheit in Raubzügen, wo es ja auch drauf ankommt, auf Schutz, auf Heilung und so, das ist schon ein richtig geiler Raubzugcharakter. So, dann haben wir natürlich noch Updates bekommen, oder Reworks, wie es so schön heißt, von Iron Man. So, wir sehen hier die Erhöhung der Grundwerte von Iron Man. Er bekommt 56% mehr Lebenspunkte, 29% mehr Schaden, 93% mehr Fokus und 47% mehr Widerstand, als er jetzt sowieso schon hat. Das bekommt er alles noch dazu gerechnet. Dann die Standardfähigkeit Repulsorstrahl. Bekommt den Zusatz, springt auf 2 benachbarte Ziele über, fügt ihnen 230% Schaden zu und wendet minus Defensive an. Erhält einen Assist von einem zufälligen Hulkbuster-Verbündeten. Konter unterbricht diesen Kettenangriff. Das meine ich. Dieser Assist von einem Hulkbuster, den habe ich gesucht. Das muss eigentlich drin sein, weil er halt hier erwähnt wird, auch dass er ferngesteuert werden kann. Das passt einfach zu gut. Und hier greift das Primärziel und fügt ihm 280% Schaden zu. Und das bekommt auch noch den Zusatz, wendet minus Defensive an. Bei seiner Standardfähigkeit. Also auch eine ordentliche Verbesserung, was das angeht. Raketenhagel, seine Spezialfähigkeit, bekommt den Zusatz für Raubzüge. Gewährt in Raubzügen benachbarten verbündeten bionischen Avengers einmal Fähigkeitenenergie. Also auch er, sehr nice. Auch er sehr nice. Anmerkung der Entwickler: Wenn Captain America im Team ist, feuert Iron Man seinen Strahl auf Captain Americas Schild und sorgt für einen anderen grafischen Effekt. Der Schaden bleibt derselbe. Ja, also die haben immer noch diese Tag-Team-Animation, aber der Schaden ändert sich nicht. Okay, wissen wir da also auf jeden Fall Bescheid. An sich aber auch geil. Und er hat vorher 210% Schaden gemacht, jetzt macht er 300% Schaden. Und verlängert die Dauer von allen negativen Effekten auf jedem Ziel um 1. Das hat er nämlich auch vorher nicht gehabt. Ja, das hatten wir nämlich hier das mit Captain America mit den 300%, aber er macht ja jetzt generell 300% Schaden, also ist das eher hinfällig. Deswegen auch die Anmerkung der Entwickler. Seine Ultimate-Fähigkeit, Unibeam, war vorher einfach nur, macht 600% Schaden, haut halt einfach richtig rein. Neu ist, er macht 700% Schaden, was schon echt extrem hart ist, 700% Schaden, 100% mehr, aber gewährt 2 zufälligen verbündeten bionischen einmal Fähigkeitenenergie kommt dazu, gewährt in Raubzügen stattdessen sich selbst und allen verbündeten bionischen Avengers eine Fähigkeitenenergie. Es ist halt hart mit diesen Fähigkeitenenergien, weil du deine krassen Fähigkeiten so oft zünden wirst durch diese ganzen Sachen. Es ist schon sehr, sehr krass. So, dann passive Fähigkeit. Ja, hat sich erstmal nicht so viel auf den ersten Blick getan, aber ja, ich glaube, ich weiß, worauf hinaus es läuft. Ne? Also die alten lese ich jetzt nicht vor, aber neu
ist, erhöht den Schaden für jeden bionischen Avenger, Energierüstungscharakter und Welle 1 Avenger. Also hier wurden die bionischen Avengers einfach hinzugefügt. Dann haben wir hier erhöht die kritische Trefferchance von verbündeten Avengers zusätzlich um 5%. Gab es das überhaupt? Ja, hier erhöht die kritische Trefferchance um 25% und für bionische Avengers zusätzlich nochmal 5%. Erhöht den kritischen Trefferschaden um 40%. Auch nice. Erhöht den kritischen Trefferschaden von verbündeten Avengers in Raubzügen um 20%. Raubzüge kommt ja dann erst, das gehört gar nicht dazu. Erhöht den kritischen Trefferschaden von verbündeten bionischen Avengers um 20%. Also die 40% bekommen sie sowieso und dann die kriegen nochmal 20 obendrauf. Und bei Raubzügen, das ist natürlich alles neu, erhöht die kritische Trefferchance zusätzlich um 15%, erhöht die kritische Trefferchance von bionischen Avengers um 20% und den kritischen Trefferschaden auch um 20%. Also bei Raubzügen ist das alles einfach nochmal ein bisschen höher. Also das, was man eigentlich auch vermuten konnte, trifft bei der passiven Fähigkeit zu. Was ich krass finde, ist auf jeden Fall hier diese 40% Trefferschaden. Das ist ja komplett neu, auch sehr, sehr nice. Und für Vision, dann sind wir aber auch durch. Für Vision gibt es auch einige Neuerungen. Die Grundwerte, 48% mehr Lebenspunkte, 43% mehr Schaden, 30% mehr Rüstung, 38% mehr Fokus und 167% mehr Widerstand. Prozent, wohlgemerkt. Ne? Also auch sehr, sehr geil. Standardfähigkeit Schwergewicht, die alte Fähigkeit seht ihr hier oben, die neue Fähigkeit erstmal, ja, greift das Primärziel an, das bleibt alles gleich, fügt ihm 260% Schaden zu, greift anschließend 2 benachbarte zusätzliche Ziele an und fügt ihnen statt 220 230% Schaden zu, ist jetzt nicht, eigentlich ist es gar nicht der Rede wert, die 10%, die dazukommen, aber man muss es ja mal erwähnen, erhält einen Assist von einem zufälligen Verbündeten with Vision. Was ist with Vision? Gerne in die Kommentare hauen, habe ich keine Ahnung. Wird wahrscheinlich ein weiterer Charakter sein, der ins Spiel kommt. With Vision ist auch wahrscheinlich ein kleiner Hint. Oder ich verstehe einfach nicht, was dieses with bedeuten soll. Ich weiß wirklich nicht, aber ein Assist von so einem komischen Vision, vielleicht hat er auch eine andere Fähigkeit, dass der irgendwelche Minions beschwört jetzt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall merken wir uns das mal. With Vision könnte auch ein Charakter sein. Wir gucken aber erstmal weiter. Die Tauchbombe bekommt zusätzlich hier, wendet auf das Primärziel und ein benachbartes Ziel Fähigkeitenblock an, das bleibt gleich. Wendet auf das Primärziel für 2 Runden Fähigkeitenblock an, wenn es sich bei ihm um einen Technikcharakter handelt. Ist natürlich geil. Ja, also Energierüstung. Haben die viel Technik? Ich weiß es gar nicht, aber es gibt ja generell einige Technikcharaktere. Schon böse. Gewährt einem zufälligen verbündeten bionischen Avenger, dessen Energie zu Beginn der aktuellen Runde nicht voll war, eine Fähigkeitenenergie, also hier wird nichts verschwendet, und gewährt einen zufälligen verbündeten with Vision eine Fähigkeitenenergie. Was ist denn with Vision, verfluchte Kacke? Ich will das jetzt wissen, eigentlich müsste ich das googeln. Aber ich bin mir sicher, ihr wisst, was das ist und schreibt es mir, da ich so dumm und unwissend bin, in die Kommentare. Also ich meine das ernst, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das ist. Weil nach dem Video werde ich schon wieder vergessen haben zu googeln. Alte mit Fähigkeit Solarstrahl greift alle Feinde an und fügt ihnen 300% Schaden zu statt 250. Das ist ganz geil und neu bei Raubzügen hinzukommt, verkürzt die Tempoleiste von allen Feinden um 30%, gewährt allen benachbarten bionischen Avengers eine Fähigkeitenenergie. Der Angriff ist unausweichlich, wenn dieser Charakter 3 oder mehr verbündete bionische Avengers an seiner Seite hat. Ja, das sind halt Fähigkeiten, die kennen wir schon, haben andere auch, aber gut, dass Vision das auch hat und vor allem das hier, ne? Die Fähigkeitenenergie wieder besonders schmackhaft. So, passive Fähigkeit. Alt ist natürlich das, was hier ist. Neu haben wir Wände, also nur Raubzug-Dinger sind neu. Wendet bei Raubzügen auf sich selbst und alle verbündeten bionischen Avengers für 2 Runden Immunität an. Wendet auf einen Verbündeten with Vision und sterbt. Was ist with Vision? Das macht mich wahnsinnig. Aber er hat doch nicht so eine Fähigkeit, dass er jemanden beschwört, oder? Ich spiele halt nicht mit Vision und kann es auch nicht sagen.
Aber ich meine nicht, dass der jemanden beschwören kann. Also muss Viv Vision doch eigentlich ein neuer Charakter sein. Und sie haben entweder spoilern sie sich hier aus Versehen gerade selber. Oder mit Absicht. Kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Aber egal, wendet auf einen Verbündeten Viv Vision Unsterblichkeit an, wenn dessen Lebenspunkte unter 50% sinke. Entfernt alle negativen Effekte von diesem Charakter, wenn ein Verbündeter Viv Vision unter Fähigkeitenblock leidet. Erhöht die Ausweichchance um 25%, hatte er vorher schon. Erhöht den Fokus um 50%. Erhöht den Fokus von verbündeten bionischen Avengers um 25%. Erhöht in Raubzügen den Fokus von verbündeten bionischen Avengers zusätzlich um 25%. Also hier, ne, 50%. Und das war's dann auch. Haltet die Augen nach dem wöchentlichen Block offen, für Freitag geplant, bla bla bla, um mehr über die bionischen Avengers zu erfahren. Also dauert gar nicht mehr lange, dann hören wir schon wieder das nächste. Gucken wir uns dann vielleicht auch nächste Woche an. Ja, vielleicht gibt's da schon den nächsten bionischen Avenger. Ansonsten würde ich sagen, war's das mit dieser Folge. Gerne in die Kommentare, was ihr vom Hulkbuster haltet, was ihr vom Plagen-Event haltet, weil es wird nur ein Team diesmal geben, was ihr aussuchen könnt, und das sind die bionischen Avengers. Und auch zu dem Team gerne in die Kommentare hauen. Und zur Hölle, was ist ein Viv Vision? Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke fürs Zuschauen. Ein wunderschönes Wochenende, was ich euch seit 2 Wochen nicht gewünscht habe. Und Rindjahauen, bis zum nächsten Mal.